Allah subhanahu wa ta'ala zu Nabi Ibrahim, salawatu rabbi, wassalamu alayhi, als Freund genommen. Khalilur Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala hat Malik al-Maut zu Ibrahim herabgesandt, damit er seine Seele nennt. Und der Unterschied von den Propheten und uns ist, die Propheten konnten aussuchen, ob sie sterben wollen oder nicht. Und Ibrahim hat abgelehnt. Allah subhanahu wa ta'ala schickt Malik al-Maut wieder zurück mit der Nachricht, willst du etwa die Einladung eines Freundes ablehnen? Er sagte nein. Und ist mitgegangen. Und an Yawm al-Qiyamah wird überliefert in Sahih Bukhari, dass Nabi Ibrahim am Tag der Auferstehung seinen Vater wiedersehen wird. Er wird seinen Vater wiedersehen, er wird zu seinem Vater gehen und er wird zu seinem Vater sprechen, Ya Abati, oh mein Vater, habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht ablehnen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mir folgen? Weil Nabi Ibrahim weiß jetzt ganz genau, was auf seinen Vater zukommt. Zu seiner Zeit haben die Menschen falsche Götter angebetet. Und diese Statuen und Figuren, die sie angebetet haben, sein Vater hat diese Götzen geschnitzt. Sein Vater war dafür zuständig, die zu schnitzen und zu machen und zu tun. Und er wird sagen, ja, Abati, habe ich dir nicht gesagt, du sollst mir folgen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht ablehnen? Aber der Vater hat ihn abgelehnt zu Lebzeiten. Und der Vater wird sprechen, Bella, ja, hast du. Aber ich werde dir jetzt folgen. Jetzt folge ich dir. Und dann wird Nabi Ibrahim zu Allah sprechen und sagen, mein Herr, du hast mir versprochen, dass du mich nie wieder erniedrigst. Und was ist erniedrigender für mich, als dass mein Vater verflucht ist und für immer in Jahannam brennt? Und dann wird Allah sprechen, es geht nicht. Geht nicht, Ibrahim. Ich habe das Paradies haram gemacht für die Kafiri. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Vater von Ibrahim in ein Tier verwandeln. Um genauer zu sein, in eine Hyäne. Wird er ihn verwandeln und so wird der Vater dann in Jahannam reingeworfen. Warum? Warum in ein Tier? Damit sein Freund Ibrahim nicht sieht, wie sein Vater in Jahannam reingeschmissen wird. Deswegen in einer Tiergestalt. Damit er nicht sieht, wie sein Vater in Jahannam reingeht. Sehr, sehr traurig eigentlich die Geschichte, wenn man das so sieht. Sehr, sehr traurig. Aber was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Allah macht keine Ausnahme. Allah macht keine Ausnahme an diesem Tag. Nicht für dich, nicht für mich, nicht für Filan, nicht für Filana, nicht mal für die Väter der Propheten. Allah macht keine Ausnahme. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْوَعِيِ Das ist der versprochene Tag. An diesem Tag gibt es nicht, oh ja, vielleicht wird Allah mir vergeben und ich schaue und Allah liebt und macht und tut. Gibt es nicht. Das ist ein Tag der Gerechtigkeit. Es wird sogar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala, jedes Tier wird vor Allah versammelt werden. Und alle Tiere werden Sujud machen vor Allah. Und die Engel über ihnen werden zu den Tieren sprechen, dies ist kein Tag der Niederwerfung. Dies ist ein Tag der Bestrafung oder der Belohnung. Ihr wurdet versammelt, damit ihr als Zeugen gegen Bani Adam seid. Gegen die Fehler und Sünden der Menschen. Deswegen hat Allah euch versammelt hier gerade. Und Allah wird keine Ausnahme machen an diesem Tag. Für keinen. Außer. Für wen macht Allah eine Ausnahme? Für die Muwahidi. Für die, die La ilaha illallah gelebt haben. Für die, die La ilaha illallah nicht nur gesprochen haben, sondern im Herzen hatten. Was ist der Beweis? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns ja gesagt, dass die Menschen zu jedem Propheten gehen werden. Und dann gehen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was wird er dann sagen? Ummati, ya Rab, Ummati. Dann wird Allah sprechen, heb deinen Kopf und bitte. Heute ist deine Bitte gewährt. Sag Ummati, Ummati, meine Oma, meine Oma. Geh rein und hol jeden raus, den du erkennst. Woran wird Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Umma von ihm erkennen? Drei Sachen sagen die gelernt. Die erste Sache ist an den Spuren des Wudu, der Gebetswaschung. Die zweite Sache ist an den Spuren der Niederwerfung. Diese Stellen werden nicht verbrennen, Bruder. Du musst dir vorstellen, ein Bild. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam holt jeden raus und alle sind schwarz verbrannt. Komplett schwarz verbrannt. Und dann wirst du Menschen sehen, deren Stellen, wo sie sich niedergeworfen haben, die sind nicht verbrannt. Die dritte Sache sagen die gelernt. Die Träne, die für Allah geflossen ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es dem Feuer von Jahannam verboten, haram gemacht, diese Stellen zu berühren. Deswegen haben die Salaf, wenn sie geweint haben, auch ihre Gesichter mit ihren Tränen eingeschmiert, ihre Gesichter, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Gesichter verbrennen. Wer wäscht sich für Allah? Die Muwahidin. Wer betet? Die Muwahidin. Wer vergießt eine Träne für Allah? Die Muwahidin. Und das ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das ist der Sinn des Lebens. La ilaha illallah macht von Traurigkeit zu Glück, macht von Dunkel zu Hell, von Weinen zu Lachen. Das ist La ilaha illallah. La ilaha illallah ist mehr als nur ein Kalam. La ilaha illallah ist ein Weg, ein Leben, den du bis zum Qabr führen musst.